Ein anderes, wie soll man sagen, Umweltgift, was gar nicht so vordergründig gefährlich klingt, erstmal ist CO2. Damit beschäftigt Samsö, das sind Sebastian, André und Zoe. Herzlich willkommen. Dankeschön. Genau, vielleicht erstmal zur Namensfindung. Samsö ist eine dänische Insel, die CO2-neutral arbeitet. Und da genau wollen wir eigentlich hin. CO2 ist genau unser Thema und wir wollen das so ein bisschen die Grenzen im Kopf sprengen. Wir wollen das bewusster machen, wir wollen klar machen, wie schlimm das eigentlich ist und wie viel CO2 wir eigentlich verbrauchen. Damit ist jetzt weniger die Luft gemeint, die wir ausatmen oder auch gar nicht so gemeint, was wir mit dem Auto fahren. Das ist uns allen schon ein bisschen bewusst. Aber vielen ist gar nicht so bewusst, was wir eigentlich mit den Produkten, die wir kaufen, an CO2 eigentlich ausstoßen. Sei es eine Flasche Mate oder eine Banane, die halt schon um die halbe Welt gereist ist und dabei eine Menge CO2 produziert hat. Genau, um das ein bisschen zu visualisieren, haben wir uns ein paar Möglichkeiten ausgedacht über Smartphone und Hardwaregeräte, die wir Ihnen gleich jetzt nochmal vorstellen wollen. Und fangen wir direkt damit an, mit einem Raspberry Pi. Funktionieren tut das alles grundsätzlich über einen Tomcat-Server, der im Hintergrund steht. Wir haben verschiedene UI-Systeme, eine Webseite, die über ein Smartphone angesprochen wird, wie die angesprochene Hardware über den Raspberry Pi. Da werden verschiedene Datenbanken abgefragt, zum Beispiel um diesen Barcode zu scannen oder wie hoch dann der CO2-Verbrauch der Produkte ist. Momentan ist der CO2-Wert momentan eher ausgedacht, da haben wir noch keine passende Datenbank leider gefunden. Also die Werte sind noch nicht ganz real. Das grob das Schemata, wie das alles so aufgebaut ist. Wie das jetzt benutzt wird, erklärt uns jetzt nochmal Zoe an ihrem Hardware-Projekt. Okay, wenn ich hier den Raspberry Pi anmache, dann kommt hier erstmal eine Benutzeroberfläche. Da kann man dann auf Scannen gehen. Und dann macht er ein Foto von zum Beispiel der Mate, wenn man sie richtig in die Kamera hält. Und erkennt dann hoffentlich, dass es die Mate war. Oder halt auch nicht. Daumen drücken. Ja, dann fragt das ab und dann kommt ein Wert raus. Das war der Fehlerwert. Ja, da ist der richtige Wert. Und zur Internetseite. Ja, genau. Dieser Raspberry Pi, haben wir uns überlegt, könnte in jedem Supermarkt stehen, sodass man mit seinem Produkt dorthin gehen kann und abfragen kann, wie viel CO2 das schon verbraucht hat. Zusätzlich haben wir eine Web-App dafür entwickelt, die auf jedem Smartphone laufen kann, bei der man sich auch erstmal anmelden muss, damit man zum Beispiel den CO2-Verbrauch pro Tag oder für ein Essen berechnen kann. Dazu muss man auch hier den Barcode scannen. Das ist auch noch ein Problem bei unserer Web-App, dass sie schwer fokussiert. Aber da haben wir theoretisch etwas. Dann kann man das abfragen. Und dann sieht man auch hier, diese Mateflasche hat schon 600 Gramm CO2 verbraucht. Genau, das ist eigentlich so der komplette Plan von uns, um das Thema CO2-Verbrauch mit allen unseren Produkten ein bisschen bewusster zu machen. Was jetzt noch kommen würde, wäre zum Beispiel, dass man sehen kann, alle Produkte auf einmal, die man so an einem Tag gesehen hat, so einscannen und dann mal so sehen kann, wie viel man so einen ganzen Tag verbraucht hat oder gar in seiner ganzen Woche. Das wären so die Projekte für die Zukunft. Genau. Ich hätte noch eine kurze Frage, und zwar, ihr habt ja gesagt, ihr habt nicht die richtige Datenbank mit CO2-Werten gefunden. Gibt es diese Werte noch nicht und sind die einfach noch nicht in der Datenbank oder wird dazu schon geforscht? Also es gibt halt keine Datenbank, die eine Liste von Produkten aus dem Supermarkt erfasst und deren CO2-Gehalt aufführt, aber es gibt Datenbanken, die zum Beispiel sagen, Fleisch hat im Durchschnitt die und die CO2-Emissionen, aber das dann auf ein Produkt, die sind ja häufig relativ komplex, also eine Nudelsuppe, wenn man eine kauft, hat ja nicht nur Fleisch oder nicht nur Nudeln drin. Okay, danke schön. So, fehlt noch ein bisschen Arbeit, könnt ihr vielleicht mitmachen. Danke.